Ja, den frischesten Eindruck machen wir aktuell nicht. Das kann man, glaube ich, auch sehen. Aber letztendlich ist es eine Sache, die, ja, wir haben eine hohe Belastung, das wissen wir. Aber trotzdem ist es einfach auch eine Sache, die Art und Weise, wie wir in der ersten Halbzeit agiert haben, ja, da können wir nicht zufrieden sein. Zweite Halbzeit war dann einfach auch besser. Ja, wir haben versucht, dann den Rückstand, ja, wettzumachen. Es war schwer, gegen diese gut verteidigende Unioner Mannschaft ja, auch Chancen zu kreieren. Leon hatte was gespürt beim Sprint. Ist jetzt nichts festgestellt worden hier in der Kabine, weil er direkt untersucht wurde. Jetzt müssen wir einfach abwarten, wenn wir nach Hause kommen. Wird, glaube ich, nochmal eine Bildgebung gemacht und dann genauer die Diagnose letztendlich dann geschaut, was dabei rauskommt. Wir hoffen natürlich nicht, dass er sich schwerer verletzt hat. Also ich würde jetzt auch sagen, ein tolles Spiel, wirklich mit vielen Strafraumsituationen. Ich glaube auch mit genügend Möglichkeiten, vielleicht mit ein bisschen mehr Präzision, mehr Entschlossenheit, mehr Effizienz. Ja, wäre vielleicht ein Sieg möglich gewesen, aber zum Schluss, glaube ich, ist dieses 1:1 verdientes Resultat. Nimmst du dann schon wahr? Es hat gut getan, muss ich sagen, diese Unterstützung zu spüren. Und ich glaube schon auch, dass diese Aktion mitgeholfen hat, dass wir heute ein solches Spiel abliefern konnten.